So, willkommen zum nächsten Live-LP. Wir sind halt ein bisschen allein und ich sehe gerade, unser Geldding ist voll. Boah, epischer 7,8k Pena. Eine neue Nachricht, die schauen wir uns gleich an. Wobei, wir laufen noch kurz, bis die Buffs aus sind und dann. Jetzt können sie erstmal Stonehand. Im Allein-Level dann, glaube ich. Das ist ziemlich unnötig, aber egal. Ich will es jetzt killen. So. Habe letztens schon überlegt und so und dachte mir, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ja, aber ich glaube. Nein, jetzt bin ich raus. Boah, warte noch mal kurz. Ich will erstmal ein Sammelpad raus. Dann Fool auf F1. Oh ne, wo hatte ich Sammel früher im Offen? F9, glaube ich. Genau, F9. Und meine Fluttaste. Das war nach Zeiten, das sage ich euch. Bei den Buffs aus sind, gehen wir erstmal nur mal kurz City oder Town oder wie auch immer. Und dann gehen wir kurz Envy lernen und boah. Und lass mich mal überraschen, was im Postfach ist. Bin schon ziemlich gespannt. Und ja. Wir sind jetzt auch schon bei der 15. oder? Ich glaube 15. Minecraft, ich bin schon wieder. Ich bin jetzt zurzeit so im Hardcore-Marathon aufnehmen. Bei nebenbei, ich habe es in Minecraft-LP vorhin gesagt. Ich habe gerade so ein paar größere Projekte laufen. Mit einer Server-Vorstellung von einem Minecraft-Server. Beziehungsweise Hack it Light. Und das beansprucht sehr viel Zeit und sehr viel Mühe, Liebe, Arbeit, wie auch immer. Deswegen müssen gerade die normalen LPs leider ein bisschen drunter leiden, was ich eigentlich ja, um jeden Preis verhindern wollte und so. Aber naja, geht halt gerade im Moment nicht anders. Ja, dann WoT-LPs bin ich auch gerade mittendrin. Die werden jetzt auch bald kommen und das werden richtig epische Videos, also richtig epische Videos, Betonung auf richtig und episch und Videos, halt auf alles. Ja, das sind auch nochmal pro Video, ach ich weiß gar nicht, 10 Stunden, 10, 15 Stunden locker, wenn es überhaupt reicht. Und die Servervorstellungen auch nochmal 20, 30 Stunden. Also es braucht alles Zeit ohne Ende. So, jetzt ist hier erstmal so irgendwie voll. Deswegen würde ich sagen, haben wir irgendwas Sinnloses? Electric D haben wir weg. Weil einfach nichts wert ist. Stonehand. Unsere Crit-Rate hier noch immer 13%. Ist echt ziemlich nice. Wie viel Def haben wir gerade? Ja, mit Protect haben wir über 250 Def. Da haben wir uns kein Spirit Forge mehr. Das bringt nochmal 140 Attack und so, aber gut, müssen wir jetzt einfach ohne auskommen. Was kann irgendwie den Mage, der gerade ihre Skills gemacht hat? Oh, ein One-One-Mage, oder? Nee, das ist ein. Was ist denn das? Nee, das ist ein ganz normaler Mercenary oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man es ausspricht. Na gut, schreiben, wie man spricht, ist sowieso immer ein bisschen blöd. Aber egal. Jetzt in dem Level mit Ultras müsste ich einfach machen. Ich wollte es früher schon machen und so, aber es ist so schweineteuer und ich weiß nicht, ich habe mir früher ein Level 80 Master jetzt darauf gezogen. Eigentlich zum Tramnook farmen und ein Freund sogar ein 80 Master Blade. Was es nicht unbedingt das, so das Perfekte ist und so, aber naja, zumindest war es so ein bisschen AOE Blade und so. Und mit meinem Blade Set, mit dem alten, ging das immer ganz gut und ja, ich glaube, wir haben zwei, drei Mal ein Tramnook drin oder Tramnook oder ich weiß nicht, in Fly spricht ja jeder alles anders aus und so. Und ja, auf alle Fälle, wir waren echt ein paar Mal im Tramnook und dann haben wir eigentlich nicht was getroppt. Also ich glaube nach 10 oder so Runs haben wir, ich glaube, nichts gedroppt und ich weiß nicht, hatten wir glaube ich keinen Bock mehr oder so und war praktisch alles umsonst und schon ziemlich sinnlos von uns eigentlich oder ziemlich dumm. Weil, naja.
erst monatelang leveln und ob es drauf hinarbeiten und dann schon nach 10 Raids aufgeben oder so, ist schon, naja, war nicht unbedingt das Beste von uns. Und naja, jetzt haben wir kein Equipment mehr und Accountnamen, keine Ahnung, von dem her. Ja, dumm gelaufen. Oh, und Level Up. Und ich würde mal sagen, dass wir jetzt einfach schon mal backgehen können. Town Blinkwing. Ich überlege gerade, wie wir gerade unsere letzten Buffs wegkriegen. Also, natürlich, die Buffs sind natürlich saugeil und so, aber ich würde ganz viel mein Infi lernen und, ja, Ich weiß, kann ich schon ein paar rebuffen? Nicht wirklich. Oha. Alter. Tree Ghost, ist es dein Ernst? Buffs, okay, genau, den wollte ich mir noch anschreiben. Schauen wir gleich mal, ob der online ist. Schulz. Schulz. So. System im Spiel, das heißt nicht online. Melissa Lollipop, sehr tolles Play, schon jede Folge machen wir weiter so. Danke. Freue mich zu hören. Den Lollipop, sei mir nicht böse, aber den lösche ich jetzt erstmal. Ice Cream. Ich bin beeindruckt. Beeindruckt und sprachlos. Ein Royal Slayer. Hier ist ein, ja, ich habe zu viel davon gefarmt. Ich habe nur viel zu viel davon farmen. Geil, danke. Das nutzt mir jetzt zwar nicht direkt was, aber hast du auch einen Knackel zufällig? Nee. Vielleicht könnt ihr mal verkaufen oder so, so offscreen. Alter, wie die Effekte von den Waffen hier verändert haben. Ich finde es echt ein bisschen krass. Hauen wir mal kurz ins Invi rein, ins Invi-Back. Oh geil, 50 Millionen nochmal, danke. Brauchst mir echt nicht so viel schicken. Also ich bin jetzt zwar echt dankbar dafür, aber ich bin Level 27, ich kann mit ihm noch nichts anfangen und ansonsten will ich sie auch selbst farmen. Schwieger ist auch nur ein Zombie. Okay, jetzt zwei Sammelpads. Oder ist das ein Buffpad? Nee, glaub nicht. Danke nochmal. Sammelpad. Boah, du schickst mir so viel. Nochmal Awake Scrolls, auch nochmal danke. Puh, Alter, wie viele Umhänge sind denn das? Und nochmal Pet Food. Also, an dich, Tree Ghost, echt ein riesiges Danke. Du, vor allem du und auch ein paar andere, ihr unterstützt mich so extrem, also, ist echt unglaublich. Unglaublich geil, vor allem. Was haben wir hier? Cooper Keys haben wir weg. Irgendwelche Waffen können wir auch weghauen. Weg. Ein Shield könnten wir mal erwecken, also. Weg. Alles weg von mir. So. Unbedingt reich, wenn wir jetzt dürfen nicht und so, aber wir sind ja schon reich. Dank euch. Also mal kurz awaken und zum Pet-Timer. Na, komm, hoffe ich auf eine gute Erweckung. Oh, das ist aber bitter. Minus 16 STA, Angriffskraft minus 35. Naja gut, kann nichts machen. Mal ein paar Fett-Put, genau. Fett-Put. Und mal kurz ins Posting schauen. Zu viele, ich glaube, du bekommst ein paar. Danke. Ich bin da echt dankbar, aber was soll ich mit zu vielen? Ich könnte die verschenken oder verkaufen oder so, ihr könnt die mir anschreiben. Wie hieß denn der eine? Mark Tricks, genau, dem kann ich auch mal einschenken. Der glaube ich auch erst wieder neu angefangen. Oh mein Gott. So viele Umhänge. Oh mein Gott. Miau? Wer ist Miau?
Ja, vielleicht kennt er mich über YouTube, mal schauen. Ansonsten nehme ich eigentlich immer jemanden nur ungern an und ups, hätte ich fast schon vorgelöscht. Der bestimmt fragen, ob wir jetzt leffen oder so. So, Petfood haben wir auch da. Genau, sind auch mal unsere Buffs abgelaufen. Wobei, ich glaube, ich gehe mal ganz kurz PvP. Und lass uns mal kurz killen. Nee, bitte keine C. Keine C, komm, keine C. Ja. Lauf einmal kurz rein und wenn der Loading Screen mal weggehen würde. Zum Glück hat Flive keine Bugs oder so. Das macht uns ja ziemlich stolz drauf. Gut, ich denke mal, ich werde mal kurz einen Schnitt machen, einen kleinen Cut und bin dann gleich wieder zurück. So, sind wir zurück und ich hoffe mal, dass uns jetzt einfach mal kurz irgendeiner umlegt. So, komm, irgendeiner bitte, los doch. Kill mich. Kannst du mir irgendwer killen? Ja, komm, kill mich, los. Ach komm! Ja, danke, brav. So muss das. Wieder raus aus der Arena, ich hoffe, wir kriegen keinen DC mehr, genau. So, und jetzt können wir wieder weggehen. Ne, erstmal kurz einlagern. Gibt's hier auch irgend so eine Tastatur, so ein Kombo wie in Minecraft? Ne, scheinbar nicht. Gut, egal. Ich könnte immer wieder jeden Tag meinen anderen Umhang anziehen oder so. So, komm, komm. Das haben wir weg. Unser epischer Wackelschild. Und dann können wir eigentlich schon wieder in die Richtung fliegen zum Leveln. Oder gibt es noch eine Quest im Level? Gibt es eine Quest in unserem Level? 27. Das ist schon alles so lange her. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht mehr, ganz ehrlich. Das war echt schade, ich weiß. So ein bisschen traurig, aber. Nee, mir fällt's nicht mal ein. Doch, es gab eine Quest, die glaube ich war ab Level 30 bei Boboku. Diese Red Bank Quest oder so. Genau, die können wir machen. Bräuchte nur noch 3 Level oder so. Oder ist es sogar schon auf Level 28? Mann, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich google dann einfach nochmal nach. Ich denke mal nach dem LP heute. Bleibt ja eh noch genug Zeit. Und ich hoffe, dass ich morgen die LPs noch ein bisschen zeitnah rausbringe und so. Ja. Jetzt fliegen wir aber erstmal noch so in die Richtung und. Ab 500 Abos, das wisst ihr vielleicht schon. Es ist wirklich so ein geiles Special, oder so ein Special machen, so ein großes Special eigentlich. Einfach so ein als riesen Dankeschön, das habe ich ja schon. Mein Gott, ich weiß nicht. Ich weiß noch, da war Tom noch dabei, da waren wir bei. Ich weiß nicht, 50 Abos oder so. Wenn überhaupt oder 30 oder irgendwie sowas. Also ganz wenig auf alle Fälle. Und dann wird gesagt, ja, bei 500 Abos oder so. Was wir gedacht haben, dass wahrscheinlich, dass der Kanal sowieso nie erreichen wird und so. Machen wir einen eigenen Minecraft-Server auf oder so. Und letztens dachte ich, und letztens ist mir erst wieder eingefallen und dann dachte ich mir, vielleicht gibt es noch ein paar Leute, die seit Anfang an unsere Videos anschauen. Das drückt auch wieder F1, egal. Die da seit Anfang an die Videos auf dem Kanal hier anschauen. Und für die Leute oder generell, wer einfach gern Minecraft zockt und so, für die mache ich mit Tom. So, ganz langsam. mache ich mit Tom einen eigenen Minecraft-Server auf. Einen Tacket-Light-Server zumindest. Und ja, ich denke, ich weiß schon nicht genau, wie wir es machen werden und so. Wie immer bei mir. Ich stürze mich einfach erstmal in irgendwas rein und dann schauen wir erstmal, wie wir es machen und so. Das kennt ihr mittlerweile von mir. Und naja. Ich denke mal auf alle Fälle. Wird ganz nice werden und ist allerdings bis dahin noch viel Arbeit und ein paar Abos fehlen dann zum Glück. Zum Glück jetzt zumindest in dem Sinne, dass ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit habe, das Ganze zu machen und vorzubereiten und so und einen Spawn aufzubauen und die ganzen Plugins und Mods und Systeme und weiß der Geier was.
das alles nicht innerhalb von 5 Minuten aufgebaut. Das braucht ja auch nochmal ein bisschen. Und naja. Ich hoffe auf alle Fälle, dass ich die 500 Abos nicht vor Juni knack. Beziehungsweise nicht vor Mitte Juni. Das ist ja ein bisschen blöd, weil davor ist nämlich alles ein bisschen ziemlich stressig und... Boah. War das jetzt knapp. Der Giant wollte mich gerade angreifen. Oder war so? Kurz davor wahrscheinlich. Wenn ich dann vor dir erreichen will, wäre es nämlich irgendwie zum einen richtig geil, aber zum anderen... Ja, ist so viel Stress zurzeit einfach noch. Und ganz ehrlich, im Moment fehlt mir einfach noch zu viel Zeit und... alles, dass ich das wirklich jetzt schon machen könnte. Also zumindest von dem her wäre ich ganz froh, wenn ich die 5 Abos ersten zu späteren Zeitpunkt krieg. Ah gut, oder vielleicht, ich denke mal, es ist nicht so schlimm, wenn ich es einfach erstmal 10 oder 20 oder vielleicht auch nochmal 50 Abos so später mache. Es ist ja mehr oder weniger so ein Abo-Special und Abo-Special kommen ja gewöhnlicherweise nicht sofort, also ich kenne zumindest keinen, der ein Abo-Special sofort gemacht hat, also Stichwort White Hitty. Die haben ja auch erstmal ein paar Monate gebraucht und so. Nee, aber mir wird es nur um Tage oder Wochen handeln. Also paar Tage oder ein, zwei Wochen oder so. Ja, ich UT und Lava total viel Scheiß und so. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP.